Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem wunderbaren Kanal. Heute haben wir ein neues Tinder. Also wir haben ein Frankfurt-Tinder mit Reality-Stars. So, gute alte Pumpin' Monkey. Ich weiß nicht, was mich erwarten wird. Wir haben die Stammgäste nicht dabei. Mal gucken, was die Reality-Stars von RTL können. Wir haben dazu natürlich auch ein Bingo-Feld. Ihr wisst, seit neuestem machen wir auch Bingo mit Pumpin' Monkey-Videos. Macht auch Spaß, ist auch cool. Falls ihr das nicht verpassen wollt, kommt in den Stream. Ich lese euch das Bingo-Feld von heute vor. Wir haben einmal eine Gucci-Cap. Ein unnötiges, wenn einer eine Beleidigung raushaut. Beleidigung, die gar keinen Sinn ergibt. Ein Tinder-Match, kann ja sein, dass die sich matchen. Digga, 0 von 5. Mikrofon wird gegessen. Das heißt, wenn Mikrofon einfach richtig laut reingeschrien wird, ist schon gegessen, so richtig nah an den Mund. Bunte Haarfarbe, Z-Promi macht sich wichtig. Halbnackte Chaya, also halbnackt, so egal, kann auch Mann sein. Frau gibt Kompliment. Pumpin wird auf Schulter angejüxt. Das heißt, er wird so massiert so. Der Arme wird immer so angefasst einfach. Gemachte Lippen, Hand vor Gesicht. Süx wird erwähnt, ihr wisst schon, was das heißt. Mann gibt Kompliment, also das andersrum. Und ich distanziere mich im ganzen Video dreimal. Wild. Mal gucken, wir gehen rein. Ein Puppe kriegt eine Nummer. Akshu, Habibi, natürlich. So, jetzt sag. So, und da ging das halbnackt, aber auch ganz schnell. Auswahlmodus, halbnackt. Warte mal, wollen wir das Intro überspringen? Weil Pumpin' Monkey, seine Intros sind immer richtig lange. Mach Intro nicht im Bingo, weil dann ist alles doppelt. Stark, Nana 1509. Stark. Weil das kommt ja alles eh im Video vor. Promitin haben wir was. Okay, wir machen ab hier. So, Ladies and Gentlemen, Dankeschön fürs Einschalten. Ich küsse eure Herzen. Heute haben wir was ganz anderes. Und zwar Tinder auf meine Art auf dem World Club Dome. Promitinder. Ich würde sagen, wir checken jetzt einmal. Ey, an der Stelle finde ich aber cool, dass Pumpin' Monkey auch außerhalb seines Territoriums mittlerweile Videos so dreht. Diese Tinder mal woanders. Cool. Also, Walla, warum nicht? Die Männer ab und ihr applaudiert, okay Mädels? Also das sind unsere Männer, die Single sind. Applaus. Oh mein. Also da wird jetzt aber ein Halbnackten, ja, er steht wirklich oberkörperfrei dort. Er ist echt halbnackt. Oh, weil er hat oben nichts an. Guckt euch mal an, eine hübsche wie der andere. Cosimo? Was macht Cosimo? Die junge Legende. Ja, guckt ihr euch mal an. Du bist Bescheid, Tinder auf. Ich frage ganz höflich nach, okay? Ganz, ganz höflich. An die Frauen, ernst gemeint, okay? Ohne Beleidigung, nur an die Frauen. Jungs, bitte haltet euch kurz zurück. War dort eine Frau, die gemachte Lippen hatte, ja oder nein? Weil ihr erkennt das besser. Ich lasse es nochmal laufen. Boah, guckt ihr euch mal an. Raketen, Alter. Boah, das wird immer geil. Glaub schon. Die Leute sagt alle, ich glaube nicht, dass alle sind. Okay, Nilay sagt auch ja. Also guck mal, VAR überprüft. Mein Chat sagt, da ist mindestens eine, die gemachte Lippen hat. So, das sind auch die Mods. Also die Mods, die Frauen-Mods haben es gesagt. Das ist natürlich keine Beleidigung. So, macht eure Lippen, wie ihr wollt. Ihr wisst Bescheid, Tinder auf meine Art. Ladies first. Hi. Hi. So, stell dich mal vor. Ich bin Nathalie. Nathalie, woher kommst du? Aus Köln. Weißt du, warum du heute hier stehst? Nein. Ich verrat's dir. Du checkst diesen Typen einmal von oben bis unten ab. Gute alte Cosimo! Ich bin der Checker vom Neckar. So, jetzt sag mir, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe. Ich würde ihn sofort heiraten. Du würdest ihn sofort heiraten? Sofort. Ist er genau dein Typ? Genau, dieser Stil, dieses Lächeln, diese Frisur, einfach alles. Das ist viel zu nett gerade. Frau gibt Kompliment. Wenn Pumpin jetzt einfach noch auf der Schulter angefasst wird, dann war's das schon. Pumpin, du hast uns erlöst. So schnell geht das? Ich hätte jetzt gefragt, was dein Traummann ist, aber du sagst, er ist es. Ja, ja. Okay, crazy. Dann hören wir uns mal die Meinung von ihm an, ob es genauso ist. Okay, ich bin vielleicht gespannt. Wird sie ein Date. Wer weiß. Boah, crazy sympathisch. Gehen wir eins weiter. Hey, Gigo, stell dich mal vor. Ich bin der Checker vom Neckar, der DSS Cracker, Stuttgarter Rapper. Boah, shit. Man kennt dich, oder? Überall, Bruder. Du weißt, einmal drehen und dann stehen bleiben. Okay, dann weißt du ja. Einmal drehen und dann stehen bleiben? Was soll ich sonst machen? Soll ich mich weiter drehen, Hamanak? Soll ich Beyblade Landed Rip werden? Soll ich in Arena reingehen und mich einfach die ganze Zeit drehen und gegen andere Beyblades kämpfen? Ja, bitte. Sag doch mal. Check sie mal ab, einmal von oben bis unten. I've been really trying, baby. Cosimo, date oder nicht? Auf jeden Fall, Bruder. Das ist wie Mischung von, wie heißt's? Tinder Match. Mann gibt Kompliment.
Ist das krass, Wallah. Shakira. Bios. Okay. Bios? Wie heißt der? Shakira. Bios. Bios. Beyoncé. I love it. Bios. Jörg Wolwig. Warum? Egal, scheiß drauf. Einfach Hälfte jetzt von Namen sagen. Dre. Kanye West. Okay. Wie heißt die andere? Kardashian. Bruder, die hat alles, was eine Frau haben muss. Sie hat sofort gesagt, sie hat gesagt, du bist ihr Traummann. Bruder, für mich ist sie auch Traumfrau. Schau die an, Bruder. Beenden wir das mit einem Kuss? Auf jeden Fall. Oh mein Wie Kuss? Hallo? Kim Kardashian. Kylie Jenner. Oh Gott, die küssen sich. Oh mein Gott, Applaus. Hat er ein Piss gegeben, Marok? Wow, so schön, ich krieg Gänsehaut. Natürlich kriegt er Gänsehaut. Das erste Mal sind da Leute, die Deutsch können. Er hat zwar Beyoncé falsch gesagt, aber okay. Hi. Hi. Stell dich mal vor. Ich bin Isabella Luna und ich bin hier irgendwie gerade in diese Show reingeraten. Was passiert hier gerade? Normalerweise läuft das ganz anders. Don't judge me, don't judge me. Normalerweise hättest du jetzt Tala Hones vor dir. Ja, Mann, das ist genau mein Ding, Habibi. Wo sind die Tala Hones? Wir sind hier auf dem Elektrofestival. Hier gibt's keine Tala Hones. Billa, da musst du auf die Zeil kommen. Mal Herkules, einmal von oben bis unten ab. So, wie heißt du? Pumpin wurde angefasst? Mal Herkules. Hones, wir sind hier auf dem Elektrofestival. Hier gibt's keine Tala Hones. Billa, da musst du auf die Zeil kommen. Mal Herkules, einmal von oben. Ja, diese Körperberührung bringt nichts. Bis unten ab. Einfach du? Sieht aus wie ich, Chat? Wir machen selbe Bewegung. So, wie heißt du noch? Chat! Nur in dünn. Er ist dicker als du. Stark rede. 1 zu 1. Ja, schon. Ja, 1 zu 1. Chat, ihr seid die Besten. Oh, Isabella Luna. Wie kannst du das nicht wissen? Ich bin ein Star. Okay, Isabella Luna. War vielleicht ein Joke, Isabella Ablajum, ich sag nichts dazu jetzt. Aber der Spruch reicht schon als Z-Promi macht sich wichtig. Ich weiß nicht, ob sie. Eigentlich kenne sie nicht. Ich kenne sie nicht. So, nur der Satz. Gar nichts gegen die Abla. Kann sein, die ist weltbekannt, weiß ich ja nicht. Aber reicht. Sag mir, ist es dein Typ? Date, ja oder nein? Das Ding ist, ich weiß ja nicht, ob es ein Tala Hone ist, weil er nackig ist. Vielleicht hat er ja so tagsüber so gut. Chat, wusstet ihr an der Stelle, dass diese Leute auch schon Tala Hones waren, weil sie nackt gejagt haben. Sie wusste ja nicht, ob er ein Tala Hone ist, weil er nackt da steht. Der erste Mensch der Welt ist auch ein Tala Hone, weil er nichts anzuziehen hat. Und auch die erste Löwenjagd ist auch von Tala Hones, weil die waren nackt. Bruder, was ist das für ein totes Zitat jetzt? Ich weiß nicht, ob er ein Tala Hone ist, weil er ist nackt. Hättest du gekackt auf Boden, wäre besser. Gucci-Tasche und so. Wollen wir ihn mal Beleidigung, die keinen Sinn ergibt. Fragen? Ja, frag ihn mal. Herkules, komm mal her. Bist du ein Tala Hone, Habibi? Guck mal, sie hat eine Frage. Wir müssen doch jetzt diese Talahone ist doch gerade hin. Ich muss jetzt wissen, ob du ein Talahone bist, weil man sieht's nicht, weil du ja nackig bist. Wie niemals. Ist ich distanziere mich davon, Digga. Ich hab damit nichts zu tun. Niemals bin ich ein Talahone, niemals. Was bist du? Ich bin Hybrid aus Deutsch und Türke. Ein Hybrid aus Deutsch? Er sagt Hybrid, er ist einfach Elektromotor. Er ist einfach ein Auto, Maruk. Er ist einfach Tuk. Diese Tuk, oder wie heißt das türkische Auto? Er ist einfach das, Tok. Er ist einfach Hybrid, Jok Hybrid SBC mit 3 Nationen. Ein Türke, ja, würde auch als Talahone durchgehen, oder? Reddit ist auch Was soll das jetzt heißen? Sag, Reddit ist Star. Ja, natürlich. Ah, okay. Guck mal an. Sehen die aus wie ein Star? Ja. Sieht sie auch aus wie ein Star? Ich bin lecker, bist Guck mal, der beißt sich so auf die Lippen. Aber ich darf nicht sagen, ich darf nicht zu viel flirten. Ja, wild. Den Erdogan, checked up. Oh yeah. Okay, also ist er dein Typ? Ja, ist auf jeden Fall ein Hübscher. Wie muss denn dein Traumtyp optisch aussehen? Beschreib mal. Ich stehe. Oder zeigst du mit dem Finger auf ihn? Es gibt keine Optik. Wenn ein Typ cool ist, ist er cool. Warum bewegt er seine Titten? Ist mir scheißegal. Guck mal, was er macht. Okay, er kann mit den Titten zucken. Yalla, Date. Wir hören uns jetzt die Meinung mal von ihm an. Ciao, wir haben zwei Teddys. Ich komm trotzdem zu dir. Ich muss gucken, ob ich hübsch aussehe. Sehr hübsch. Stimmt ab unter dem Video, bin ich hübsch oder nicht? So, Herkules, stell dich mal vor. Mein Name ist Ozan, bin aus Hamburg, 28 Jahre alt. Ozan? Jawohl. Bist du Türke? Ich bin Türke. Okay, crazy, du weißt ja, wie es läuft. Check sie mal ab, einmal von oben bis unten. I've been really trying, baby.
Okay, Ozan, sag mir, ist es... Das ist eine komplett neue Welt für mich. Er sieht aus wie du. Ich weiß, Chad, ich weiß. Das ist eine komplett neue Welt für mich gerade, ja. Ist dein Date, ja oder nein, begründe. Ja, na was für... Auf jeden Fall ein geiles Set, also ein geiles Outfit. Aha. Mag ich, gefällt mir. Eine schöne Ausstrahlung. Ich mag die Muttermal hier. Er steht auf dein Muttermal. Bruder, was passiert hier? Ich find sowas süß. Ja, okay, sehr, danke, es freut mich. Weil, seid doch warum? Weil das macht sich einzigartig. Und wissen mal, das macht dich aus. Dankeschön. Eine schöne Ausstrahlung. Jetzt bin ich verliebt. Oh nein. Ozan, sei mal ehrlich, wie sprichst du Frauen an? Also wenn dir eine gefällt. Also ich geh einfach hin und sag, hey, was geht ab? Sag, zeig mal. Ich sag, hey, was geht ab? Hi. Alles gut? Ja, bei dir? Ja, wie heißt du? Ich bin dann immer ganz schüchtern auf einmal. Ich heiße Isabella. Hi Isabella, mein Name ist Ozan. Hi Ozan. Bist du aus Frankfurt? Nein, aus Berlin. Aus Berlin? Ja. Eine Berlinerin. Schön, komm aus Hamburg. Cool, ist ja in der Nähe. Ist es für dich ein Date? Der Vibe passt schon mal. Sehr gut. Warte, wir müssen Sternzeichen machen. Das Frankfurter? Ey, Puppe, krieg ich deine Nummer? Lakshu, Habibi, natürlich. Also ist für dich... Das ist immer das, was ich sage. Das ist immer das, was ich meine. Immer das, was ich meine. Wegen diesen ganzen Frankfurt-Tinder-Leuten denkt jeder, dass jeder in Frankfurt so redet. Genau das ist das Problem. Ich bin gerade sehr, sehr, sehr geschockt in meinem Leben. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber das ist das, was ich immer meinte. Die machen es jetzt gerade auf Krampf. Okay. Aber das ist das, was ich meine. Wegen den Leuten, weil die nie so richtig reden, weil die nur am Beleidigen sind, denkt jeder, Frankfurt redet so. Dich auch ein Date? Auf einmal so reden. Ja, also... Ja? Kann man machen. Warte mal, wie? Das Ding ist... ein Ja von Seele sein. Ja, das Ding ist, hör mal. Guckst du I-The-One? Ein Ding? I-The-One. Are you the one? Ja. So, dementsprechend darf ich nicht zu viel verraten. Ich darf nicht zu viel sagen. Der ist sympathisch. Wir machen trotzdem weiter. Ich bin nicht bei Isabella. Ihr wart sehr cool. Isabella. 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 Ich distanziere mich davon. Ja. Dankeschön. Gerne, Bro. Hi. Hi. Stell dich mal vor. Ich bin Yvette Mons. Wie? Yvette Mons. Yvette Mons. Yvette Mons? Mons? Ja. Noch nie sowas gehört? Yvette Mons? Was mit TH am Ende? Mons? Monster Energy? Yvette Mons? Event? Event Management? Warum haben die alle ein Teddybär? Vetements? Yvette Mons? Das ist mein Name. Yvette Mons? Ich werd Mann. Ich werd Mons, check ihn mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Ich werd Mons, ist es ein Date, ja, nein? Ich muss was sagen, ich bin vergeben. Ja. Aber ich sag meine ehrliche Meinung so, ne? Wegen dem Jogginganzug safe, ja. Wegen dem Jogginganzug safe, ja. Ja, weil der Jogger geil ist. Wie lange bist du schon vergeben? Oh, 12 Jahre. 13. Wow. 13 Jahre vergeben. Pumpin' Monkey Tinder. Ist wild. Ist wild. Yvette Monte. Was meinst du, was dein Freund macht, wenn er das sieht? Der lacht dich kaputt. Das kann auch sein. Aber was soll ich dazu sagen? Ist ja nicht meine Beziehung. Ich sag. Cool, ey. Haben wir aber dein Einverständnis? Ja. Sehr cool. Ja. Dann hören wir uns mal die Meinung von ihm an. Stehst du auf Leute, die tanzen? Schon krass, dass Pumpin' Monkey sogar bei so einem Event einfach mit Athlet ist. Gute alte Ausrufezeichen Pros in den Chat. Ja, ne, mit Update sogar dort. Ja? Wild. Okay, wir gucken, ob er tanzt. Ja, ja, ey, yo, my fuck, man. What up, man? Hey, what up, man? Pumpin. Warum fängt Pumpin' Monkey aus dem Nichts an, Englisch zu reden? Mit What up, man? Hä? Warum nicht bei den anderen Pumpin? Hä? Ja, hab ich dich erwischt, ne? Hab ich dich erwischt, ne, Pumpin? Hm, na, wie sieht's aus? Bei den anderen hast du ganz normal geredet. Auch aber fängst du an, nicht Englisch zu reden, ne? Hm. Stell dich mal vor, you motherfucker man. What up, it's the boy Breezy. It's been a Breezy. What up, Breezy? Sie hat gesagt, sie würde dich daten wegen diesem Jogginganzug. Oh, okay, nur wegen meinen Klamotten. Wie heißt das? Size 96. Oh shit, 96. Nicht wegen seiner Keule. Oh shit, check's mal. Ozan, lütfen kardeşim bir kenarda dur. Adamın çükünü bu işe niye atıyorsun moruk? Yani olsun olmasın, büyük yara olsun olmasın moruk. Nereden geldin moruk? Yani niye? Niye? Yani şimdi bunu niye içine attık? Ozan lütfen. Give him Shopify store. Size 96. Oh shit, 96. Bro, guck mal, die sind hier am reden. Nicht wegen seiner Keule. Oh, shit. Bro, die machen gerade Werbung. Er droppt den. Check's mal ab. Wie bitte? Meinst du nicht wegen seiner Keule, sein drittes Bein? Sehr ehrlich, wie lange ist der?
Du hast selbst den längsten hier aus der Reihe. Oh, warte. Eis. Ehrlich, wie lange? Check's mal ab. Eis 96. Oh shit, 96. Nicht wegen seiner Keule. Oh shit, check's mal ab. Wie bitte? Meinst du nicht wegen seiner Keule, sein drittes Bein? Sehr ehrlich, wie lange ist der? Du hast selbst den längsten hier aus der Reihe. Eis. Ich habe nicht gesehen, dass er hier angepackt wurde oder massiert wurde. Er hat ihn an der Schulter angepasst. Wo denn? Wo denn? Weil das ist jetzt sehr wichtig. Das ist jetzt sehr wichtig. Warte. Wie lange ist der? Du hast selbst den längsten hier aus der Reihe. Hier hätte ich mich distanziert. Hier, wir merken uns 7,27. Wenn er jetzt, wenn ich vorher zurückspule, an seiner Schulter angefasst wurde, dann ist links nach rechts als Bingo. Eisen. 7,27? Das ist die Stelle, wo ich bin. What up? Okay, wir gucken mal, ob er tanzt. Hey, yo, my fuck, man. Hey, what up, man? Stell dich mal vor, hey, my fuck, man. What up, it's the boy Breezy. Seine Schulter ist noch frei. Mir ist egal, ob sein Arm angefasst wurde. Hier steht Pumpen wird auf Schulter angejigst. Hier steht doch Schulter, warum sagt die Hand? It's been a Breezy. What up? Sie hat gesagt, sie würde dich daten wegen diesem Jogginganzug. Oh, okay, nur wegen meinen Klamotten. Ich weiß nicht, ob ihr vergessen habt, wo eine Schulter des Menschen ist. Hier, seine Schulter. Die kann man nicht übersehen, so trainiert ist die. Wie heißt das? Size 96. Oh shit, 96. Nicht wegen seiner Keule. Oh shit, check's mal ab. Wie bitte? Meinst du nicht wegen seiner Keule, sein drittes Bein? Sehr ehrlich, wie lange ist der? Du hast safe den längsten hier aus der Reihe. I say no worries. Bruder, seine Schulter wurde nicht angefasst. Und hier wäre die Stelle gewesen, wo ich mich distanziert hätte. Das heißt, 3 von 3. Nach dem Spruch hätte ich mich distanziert. Ich habe aber noch die Chance gegeben, ob die Schulter davor angejigst wurde. Wir haben nichts gefunden. Damit würde ich sagen, oben nach unten ist das erste Bingo. Es ist das erste Bingo. Hey, bevor es weitergeht, lass gerne ein Abo da. Denn so wie du hier gerade siehst, haben so und so viele Leute nicht den Kanal abonniert. Ich verstehe es nicht. Du guckst die Videos, aber abonnierst nicht. Lass gerne ein Abo da und lass uns endlich die 100k knacken. Chat, sag, was Sache ist. Los, sei endlich cool. Ich sag nichts. Okay, Breezy, check sie mal ab von oben bis unten. So, sag mir, ist es ein Date, ja oder nein, begründe? Ja, weil sie strahlt. Sie strahlt? Ja. Gibt's überhaupt jemanden, der nein sagt? Nicht nur wegen ihrem Outfit, sondern innerlich. Yeah. Hör dir das mal an. Also ich würde dich daten, weil du strahlst. Ich hab eine Ausstrahlung. Genau. Ja. Gute Ausstrahlung. Ist deine Charakter auch so? Ja. Alright. Definitiv. Then it's a match. Es gibt aber ein Problem. Ja. What problem? Ich bin glücklich verheiratet. Oh, shit! The party's over, man! Aber vielleicht findest du ja so eine. The party's over. Ja, also wir haben gesagt... Moralabschluss einfach. Er hat schlechte Laune. Er will nach Hause. Sie steht auf Jungs, die tanzen können. Ja. Willst du einmal loslegen? Let's go. Also er tanzt eine Runde für sie. Bruder, die Frage ist, ob ihr tanzen könnt, Chat. Ich weiß nicht, wie ihr bei sowas seid. Ich bin jetzt nicht der, der am meisten hier tanzen kann. War ein super Tanz, sagt ihr ehrlich. Also, ich hätte es nicht besser hinbekommen. Was mit dem Sound passiert? Es sind die Stimmen Morok. Hier sind echt rote Haare, hier über dem Chat. Und rot ist eine Farbe. Aber sehr sympathisch. Man, wir machen weiter. Yes, sir. Hi. Hi, ich bin die Alexa aus Mannheim. Alexa, reagierst du auch wie die Alexa? Nein, ich habe Feierabend heute. Also keine Musikbestellung, bitte. Komm mal ein bisschen näher zu der Alexa. Gut, Alexa, weißt du, was heute deine Aufgabe ist? Ich hab da so einen heißen Mann gesehen da hinten. Echt? Ja, da hinten, der mit der Brille. Okay, den checken wir jetzt einmal von oben bis unten ab. Wen denn? Okay. Den checken wir jetzt einmal von oben bis unten ab. Ja, willst also. Ja? Hört auf. Hört auf. Hört auf. Es ist nicht der Onkel. Es ist nicht Amens Onkel. Hört auf mit dem Scheiß. Really
Es ist nicht der Onkel, der in der Türkei gerade ist. Alexa, was sagst du? Ist es dein Date? Ja oder nein? Ja, aber ich bin so ein bisschen schüchtern. Ich weiß jetzt nicht, ob er mich heiß findet. Meinst du? Findest oder? Du ihn heiß? Ja. Erstmal die Frage so. Ja. Wie muss dein Typ optisch aussehen? Ja. Schwarze Haare, so Haare auf der Brust am besten. Ich glaube, das hat er, oder? Ja. Was arbeitest du? Ja? Ich bin selbstständig. Chat. Ich sag euch jedes Mal, ich entspreche dem Frauentyp. Ich entspreche dem. Tattoo-Model und Tänzerin, ja. Kannst du auch tanzen? Kannst du einen Spagat? Ja, ich kann euch was zeigen nachher. Zeig mal. Nachher. Ja? Nachher. Dann hören wir uns ihn erstmal. An ihm, ja genau. Okay. An ihm. Oh. Wie an ihm? Wie macht man einen Spagat auf einen Menschen, Morok? Oh, Playboy 51. XLD aus Frankfurt, Digga. Oh, alter Vater. Der Name hat Musik. Du weißt ja, was deine Aufgabe ist. Der Name hat Musik, meiner hat Übergewicht. Aber heute ist, die meine findet auch. Dich so heiß. Hat der Digga gesagt gerade? Der Name hat Musik. Du bist die One. XLD aus Frankfurt, Digga. Ja, und damit haben wir den einmal jetzt. Passt. Alter Vater. Der Name hat Musik. Du weißt ja, was deine Aufgabe heute ist. Die meine findet auch. Dich so heiß, hat sie gesagt. Check sie mal ab von oben bis unten. Sag mir, ist es ein Date? Ja, nein, begründe. Digga, die Alte ist eine 6, das ist eine Granate. Das ist das Geilste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich habe der meinen Lieblings-Teddybär mitgebracht, mit dem schlafe ich immer abends. Und dieser Teddybär, wer den hat, der hat den Schlüssel zu meinem Herzen. Und der Teddybär gehört hier. Komm her, Baby. Komm her, mein Schatz. Hey. Wo denn? Adam, ich schläge jetzt einfach. Ich bin der Juxel. Wie heißt du? Alexa. Aus Frankfurt, wo kommst du her? Guck mal, wir pumpen einfach die Pumpen ist am Kämpfen. Nein. Aber Juxel, bist du Single? Ich bin Single, ja. Hör mal zu, diesen Teddybär habe ich mir selber gekauft. Und der steht jeden Abend bei mir. Und wer diesen Teddybär hat, der hat den Schlüssel zu meinem Herzen. Aber riecht der nach dir? Ja, mein Engel, den will ich ja schenken. Wirklich? Nur du kriegst den. Wenn du den hast. Bruder, Pumpen umarmt ihn einfach. Er züngelt ihn gleich. Den will ich ja schenken. Achtet mal jetzt nur auf Pumpen. Achtet mal, warte, ich mach mich auf sie drauf. Achtet mal auf Pumpen. Wirklich? Nur du kriegst den. Wenn du den. Bruder hat den Typen einfach gegessen gerade. Er will das Date. Du hast den Schlüssel zu meinem Herzen. Oh, Juxel, das ist voll süß. Aber würdest du deine Nummer da drauf schreiben? Sie wollte auf dir was zeigen. Auf mir ja, was der zeigen. Spagat. Boah, lass mich da raus, Swarak, lass mich da raus, ab Dezember. Ich hab Frau, ich hab Familie, ich hab noch kein Kind, ich hab Übergewicht, aber... Wildes Dings. Distanzierung, ich hab damit nichts zu tun, ich mag keine Menschen, ich hab mit Menschen nichts zu tun. Und ab Dezember soll Marok, ich muss jetzt einfach kurz Badezimmer gehen, Alter. Junip, soll ich jetzt weiter streamen? Soll ich jetzt einfach Junip weiter streamen? Wie soll ich meiner Mutter das erklären? Anne, es tut mir leid. Es tut mir leid. Du hast recht, mach weiter mit Studium, du hast recht. Ja, was soll ich jetzt sagen? Alter, die ist einfach Magic Mike. Ja, Magic Marika. Pampins Schulter! Ja, dann musste eine einen Spagat machen, bis der einfach angefasst wird. Pampins Schulter wurde angefasst, damit haben wir ein Unentschieden. Bam. Seine Schulter wurde betatscht. Wir sehen die Hand hier. Guck, ich mach Kreise ganz. Das ist dein Rücken. Ja, okay. Bruder, bitte. Weiter geht's. Wir wollen nur mein Geld. Aber auf Ibiza können wir heiraten. Ich hab geduscht. Lass uns Spaß haben. Okay. Okay, dann wünschen wir euch viel Spaß. Bitteschön. Hi. Hi. Na, Frau. Hi. Six wurde erwähnt. Hey, Party. Hi, stell dich mal vor. Ich bin Jessie. Jessie, du weißt ja, was heute deine Aufgabe ist. Ja. Yeah. Du checkst diesen sexy Typen einmal von oben bis unten. Wurde noch mal erwähnt? Na, I've been really trying, baby. Einfach Atom mit Tattoos. Sag mir, ist es ein Date, ja oder nein? Mir ist so warm. Mir ist gerade so warm geworden. Ja, der ist voll süß. Was hast du gesagt? Süß oder heiß? Beides? Ja. Wie muss dein Typ optisch aussehen? Tätowiert mag ich. Okay. Das war's. Nee, er muss selbstbewusst sein. Lass doch mal seine Hose in Ruhe, Mann. Stell dich mal vor. Ich bin der Lars, servus. Lars. Ich glaube nicht, dass hier jetzt noch eine Person kommt, die so macht. Aber wenn eine so macht, dann ist es vorbei.
Du bist bekannt? Bekannt aus dem Reality, yo. Reality? Reality. Wie viele Frauen hattest du schon? Keine Angabe. Wie hoch ist dein Bodycount? Keine Angabe. Okay. Check mal Jesse einmal von oben bis unten an. Wurde irgendetwas Verbotenes gesehen? Check mal. Nein, alles gut. Distanz trotzdem, aber ist ein Kleid, ganz normales Kleid gewesen. Auch wenn Dings war ein Bikini, passt. War Bikini, passt. Sag mir, ist es ein Date? Ja, nein, begründe. Safe and Date ist eine. Also, ich finde eine Drecksau. Bisschen, ne? Versau. Bruder, seit wann ist es normal geworden, den Leuten ins Gesicht zu sagen, du sollst wie eine Drecksau? Jetzt, no joke, also haben wir es vergessen, Gentleman zu bleiben? Bruder, woher kommt Drecksau? Du siehst aus wie eine Drecksau. Okay, wild. Wild. Safe. Ah, safe and Date. Safe, safe. Also, allein der Gedanke mit ihr, ne? Also, sexuell. Bruder, was passiert hier, ja? Ist das das Fernsehen mittlerweile? Wo bleibt Thomas Gottschalk? Stefan Raab gibt ein Comeback, Bruder, damit diese Leute sowas machen? Weil, safe, eine Drecksau. Oh, shit! Was soll ich erzählen? Dein Partner ist vor dir abgehauen, warum? Warum ist er abgehauen? Was hast du ihm erzählt? Der hat ein bisschen Angst. Pumpin, Bruder, du hast uns auseinandergenommen, ja? Ich wünsche mir tatsächlich das erste Mal, dass Pumpin gerade auf der Zeile steht. Und da sind da die Leute wie immer, einer holt wieder eine Gurke raus, kann kein Deutsch, irgendein Kind guckt in die Kamera. Das wünsche ich mir gerade tatsächlich. Krass, ich hätte niemals gedacht, dass du so weit kommst, ja. Was von mir? Wieso? Naja, also er fand mich am Anfang voll toll. Ne? Ich meine, ey, es war alles super, bis er mich gefragt hatte, was ich arbeite. Ja, ich bin Domina, weißt du doch. Ach, stimmt. Wir haben uns doch letztes Jahr kennengelernt. Ja. Ich bin doch die Trichtertante. Stimmt. Erzähl mal noch mal, was du gemacht hast. Ja, na, was ich mache, was ich gemacht habe. Ich mache Videos von meinen... Ich auch. ...Klienten, ne, die ich halt ordentlich voll... Also... Ich nicht. Ich habe Sklaven. Ja, die essen gerne Scheiße. Distanzierung, Distanzierung. Und Distanzierung. Ich füll die halt dementsprechend ab. Und mit einem Trichter kannst du zum Beispiel rein... Und ich füll die halt dementsprechend ab. Und mit einem Trichter kannst du zum Beispiel reinpissen. Das Ganze berührst du und die nehmen das halt auf. Ich habe aber so einen Trichter mit Schlauch, ne? So aus dem Ohr. Ihr Job ist es, Menschen anzukacken und anzupissen. Hobby. So für 3 Euro. Und aber nicht der, der dann unten liegt unter dem Trichter. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht der sein, mein Sohn, bitte. Ich respektiere jeden Job, aber Bruder. Wirklich, nur Liebe und nur Respekt für jeden einzelnen Job. Aber wie kam man denn dazu? Wann macht man denn das erste Mal so dieses, hey, kannst du mich anpissen, ankacken? Ja, klar, warum nicht? Wie kommt es denn so weit und wie melden sich denn die Leute? Ist das so bei eBay Kleinanzeigen, so eine Tafel so? Da läuft das alles wunderbar ab. Also ich habe vieles gemacht, ne, und man kann mich nicht abschrecken, aber das, was mir in den ganzen Jahren im Kopf geblieben ist, ist tatsächlich einer, der wollte haben, dass ich meinen Müll bei ihnen in den A** reinschiebe, als quasi Zeba benutzt Kondome, die ich also auf den Umschnalldildo packe, ne. Ich möchte ein paar Worte loswerden an diesen Typen. Hey, also kann ja sein, du hast mit der Domina deine Erfahrung gemacht, das geht jetzt auch nicht an die Domina, aber... Ja, so mäßig halt. Also ab und zu ist auch Wetter gut und ab und zu ist halt auf Mallorca nicht so das beste Wetter. Und die diese Kondome, die in den rein, genauso wie Zeba und benutzte Handschuhe von mir. Und dann musste ich den. Ja, also hier gab es tatsächlich kein Bingo mehr. Schade eigentlich, ich sag euch so wie es ist. Ich hätte mir gewünscht, dass hier ein anderes Bingo noch wäre. Schade, Chat. Ich hoffe, ihr habt alle richtig getippt. Nein, das möchte ich auch nicht. Ich möchte keinen Kontakt. Ja, so. Ja, damit war es das mit dem Bingo. Ich möchte Freiheit. Ich möchte Hilfe. Schwarze Orchidee oder Mapiqué. Welcome back to Bitch. Es begrenzte Rarität.